Ich laufe entlang der Strecke, die ich vor 24 Tagen nach Oranopoli gelaufen bin. Die Sonne im Rücken und deutlich weniger Verkehr als damals. Es ist Herbst und ich komme so allmählich wieder ins Laufen hinein. Ein letzter Blick auf die Insel Amuljani, die wir besucht haben. Mit einem kleinen bisschen Wehmut, aber vor allem auch mit freudiger Erwartung auf das, was jetzt Neues auf mich zukommt, laufe ich in Richtung Westen an der Küste entlang und dann in Richtung Xanti. Rent a boat. Der Strand ist völlig leer. Keine Boote mehr. Die Saison ist vorbei und der Abbau längst im vollen Gange. Und hier geht meine Straße weiter in Richtung Yerissos, Richtung meines heutigen Ziels. So, liebe Freunde, 10 Kilometer liegen hinter mir. Ich bin jetzt in Nea Roda, direkt unten wieder am Meer und laufe jetzt hier am Meer entlang bis nach Yerissos, noch ungefähr 3 bis 4 Kilometer. Dann habe ich meine heutige erste Etappe hinter mich gebracht. Und da liegt er vor mir, leicht im Dunst, der Weg der nächsten Tage entlang der Küste in Richtung Xantia, in Richtung türkische Grenze. Ich hoffe nur, dass ich möglichst unten am Meer entlang laufen kann, dass ich nicht die ganzen Berge mitnehmen muss und da tüchtig nach oben steigen muss. Und da bin ich meinem Navi gefolgt und habe die Straße in Nea Roda verlassen und bin am Meer entlang gelaufen, um dann hier wieder hochzulaufen und dann doch irgendwann wieder auf die Straße zu kommen. Das einzig Gute ist, ich habe noch ein letztes Mal den Berg Athos im Blick. Hier hinten in den Wolken oder so halb im Dunst ist er zu sehen. Und da liegt Yerissos vor mir. Ich bin dann doch wieder Straße gelaufen und noch ungefähr knapp 2 Kilometer bis zu meinem Ziel. Nach 16 Kilometern erreiche ich um kurz vor 13 Uhr das Hotel Akanthos hier in Yerissos und habe damit mein Ziel für heute erreicht. Ja, und das ist mein Zimmer hier. Klein, fein, aber vor allen Dingen sauber und eine kleine Dusche habe ich da hinten auch. Von daher bin ich zufrieden.